Oh, das ist eine Mimik. Hallo. Und. Hepp. Oh, daneben. Jetzt aber. Guck. War doch gar nicht so schwer. Moinsen, Kenners, und willkommen zur nächsten Folge von Dark Souls 3. Gestern, da haben wir im Livestream die Drachentöter-Rüstung besiegt. Das war ein sehr spannender Kampf, wie ich fand. Und wir haben es tatsächlich geschafft, den ohne Rüstung hinzubekommen. Und ja, den könnt ihr gerne nochmal anschauen, den Livestream. Den verlinke ich euch jetzt hier oben im i. Mache ich das auch mal, weil das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich glaube, einmal habe ich das, glaube ich, gemacht und sonst noch nie. Aber das mache ich mal. Und heute kümmern wir uns um ein paar Kleinigkeiten. Und zwar einmal will ich meine ganzen Seelen jetzt verbraten. Die 90.000, die ich gestern durch den Sieg gegen den Drachen oder gegen die Drachentöter-Rüstung bekommen habe, möchte ich die jetzt heute mal verbraten. Aber das packen wir jetzt nicht alles in Level rein, sondern wir holen uns einmal den Turmschlüssel. Damit können wir nämlich beim Feuerbandschrein in den Turm rein und da oben soll es dann halt auch wieder tolle Sachen geben. Und das, was ich auch machen will, was ich, wo ich gar nicht mehr dran gedacht habe, und zwar hatte ich in der Untotensiedlung, bevor man da durch das Tor geht, so ein Typi angesprochen und angeblich soll der hier hocken. Ja, da hockt er auch. Ich hoffe, der ist jetzt nicht tot. Okay, die Nase ist tot. Schade. Weil von dem hätten wir umsonst Level bekommen. Und das, was ich auch gehört habe, war das echt schade, dass der tot ist, dass wenn man sich die Level holt von dem und der dann erst stirbt, nachdem man halt die Level von dem bekommen hat, spawnt hier wohl noch ein anderer NPC, wo man halt Sachen kaufen kann. Und dadurch, dass er stirbt, durch den wir halt die Level von dem bekommen, schalten wir noch ein anderes Ende ein, frei. Das ist jetzt ein bisschen schade, dass es jetzt so passiert ist. Weil ich glaube, man darf nicht in die Katakomben von Erythyl, was ich jetzt leider schon gemacht habe. Jetzt ist er schon tot. Ich wusste es einfach nicht. Und jetzt haben wir halt den Scheiß hier liegen. Kacke. Och Mann, das tut mir leid. Also einmal für ihn hier. Weil jetzt ist er halt so gestorben, ohne dass ich ihn überhaupt mal angesprochen habe. Und auch für euch tut es mir leid, dass ihr das nicht seht. Und für mich tut es mir auch leid. Oh Mann. Okay, ja, schade. Aber falls es noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, den halt wieder zu holen oder so, kann ja sein. Oder halt die Level trotzdem noch zu bekommen von dem, schreibt's gerne in die Kommentare. Weil, wie ihr wisst, ich habe keinen Plan von dem Spiel. So, also das wollte ich eigentlich machen, können wir jetzt leider nicht mehr machen. Schade, aber wir können unsere Seelen verbraten und das machen wir einmal, indem wir von der Tante hier, die ich aus Versehen mal gekillt habe, dadurch ist sie ein bisschen teurer geworden. Oder was heißt ein bisschen teurer? Ich habe die zweimal gekillt, einmal aus Versehen und einmal wollte ich sie einfach nochmal ausprobieren. Ah, Mann. Naja, aber jedenfalls holen wir uns jetzt den Schlüssel hier für 30.000 Seelen. Na toll, 30.000 Seelen weg. Und mit dem Schlüssel gehen wir jetzt in den Turm rein. Der sollte hier oben irgendwo sein. Also hier so längs. Das kann jetzt kurz ein bisschen dauern. Jetzt lass mich hier durch. Hallo. Hallo. Na. Was ist das? Oh, ich hasse so eine Wende. Lass mich durch. Geht doch. So, genau, dieser Turm ist es. Da kann ich jetzt mit den Schlüssel rein. Und dann wollen wir mal schauen, was es hier so gibt. Und durch diesen Weg kann ich auch die Leiter da zum Dach runterkicken.
wo man sonst eigentlich immer mitten, genau, zu dem Dach, wo man sonst über den Baum rüberspringen muss, der da unten ist. Ich zoome da, denke ich, gleich mal ran. Oder hab schon ran gezoomt. Naja, aber hier... Genau, da ist die Leiter, da unten rechts. Und die kann ich, ja, wenn ich hier runterspringe, runterkicken. Ich hätte es natürlich auch machen können, als ich schon... Ah ne, hätte ich gar nicht machen können. Okay, ne, passt. Ich dachte, ich hätte es machen können, als ich von dem Baum dahin gesprungen bin, aber... Ja, habe ich nicht. Genau. So, jetzt sind wir hier und da gibt es zwei Möglichkeiten, was ich weiß. Also ich weiß nicht, was für Dinger da jetzt unten sind. Irgendwo ist, glaube ich, ein Ring. Also einmal kann man da längs, ich muss hier öfter hoch und einmal da längs. Und hier oben kann man dann auch noch hin. Also man kann hier mit dem Fahrstuhl hinfahren und da gibt es noch eine Seele, die man dann der Schrein Maid. Oh, das war mein. So, genau, diese Seele kann man der Maid geben. Und dadurch sollte man sich irgendwie, wie heißt das? Also ich habe es bei mir nicht gefunden, was das jetzt genau sein soll. Irgendwo, also unter der Stufe müsste eigentlich irgendwas mit Aushöhlung oder so stehen. Aber das steht bei mir nicht. Ich weiß nicht warum. Und dadurch sollte der Charakter auch immer mehr, ja, so ausgehöhlt werden. Was meiner nicht tut. Also nach jedem Tod oder nach... Sonst so viel Toten geht der halt immer weiter zurück, der Körper. Also der wird immer gebrechlicher und sowas alles. Und durch die Seele kann man den wo heilen. Also das ist mein Stand. Vielleicht wurde das auch alles rausgepatcht. Ich habe keinen Plan. Könnt ihr ja mal in den Kommentare schreiben. So, und jetzt kommen wir da mal runter. Und gucken, was wir für... Sorry, friend. Was? Be more careful. By the gods, curiosity is gonna kill you, kittens. Some places are better left alone, you know. Oh, sorry. Am I a tad too late? Have no fear. There's beauty in death. Besides, you're surrounded by ladies. Every man's dream. Hä? Was ist denn das jetzt hier? Was bist du für einer? Hä? Okay, naja, ich wollte hier eh runter. So. Oh, huh, Schwein gehabt. Und ja, jetzt dahin. Denn okay, muss ich tatsächlich springen? Nee, doch nicht. So. Achso, und jetzt kann ich hier so runter. Estus Ring. Oh, das ist gut. Das, genau, das hat der Rico mir, glaube ich, Rico war das gestern im Livestream, der hat gesagt, ich soll mir den Estus Ring holen. Weil der erhöht die, wie heißt, Wirksamkeit von den Flakons. Und das ist super. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob die Kombination von den Ringen hier so passt fürs Erste. Also einmal hier der Ring der Gunst, dass ich mehr TP, Ausdauer und maximale Belastung habe. Denn der erhöht die Stärke, aber ich weiß nicht, um... Wie viel? Oh, das ist schon viel. Das sind 5 Level. Das ist gut. Also, den werde ich behalten. Ausdauer-Rack-Ring, den brauche ich auch unbedingt. Ja, und der... Also, eigentlich, ich denke, den einzigen, den man austauschen könnte, wäre der hier. Aber der erhöht halt auch meine TP. Hm.
Okay, das ist aber nicht so viel. Aber Ausdauer sind halt 10 Punkte. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welcher da gut ist. Aber vorher. Ach ja, genau, hier war der Katana-Typ. Den hatte ich irgendwann mal von da oben gekillt. Genau, bei der Folge. Wie ist die Folge nochmal? Ein großer Sprung oder irgendwie sowas. Verlinke ich euch jetzt hier oben mal, dann könnt ihr die auch mal gucken. Weil da habe ich mich, ja, ein bisschen sehr angestellt, um da hochzukommen von dem Baum. Aber im Endeffekt haben wir es doch geschafft. Ach ja, also jetzt seid ihr Granaten hier wieder. Aber ihr seid all one-hit. Super. So, und jetzt gehen wir wieder zum Turm hoch. Oder verbrate ich erstmal eine See? Ich verbrate erstmal zumindest ein Level. Das kann ich mir leisten. Weil nachher macht er blöden Damage und wir verlieren unsere Seelen. So, was nehmen wir denn? Stärke haben wir. Hä? Ich dachte, ich hätte 42 Stärke, oder ist das nur im Kampf? Was ärgerlich ist. Na, ich will ja eh auf 40 Stärke, weil dann kann ich die meisten Sachen tragen. Jetzt gucken wir da wieder hoch. Was wir auch gleich noch machen können, ich habe ja gestern die Seele von den, wie ist das nochmal? Dämonenritterrüstung, glaube ich. Jetzt lass mich hier wieder durch. Hallo. Ah, okay. Das dauert einfach nur ein bisschen. So, dann will ich mal gucken, was die Granate da oben sagt. Steht hier. Bereit. Hä, wo ist er denn jetzt wieder hin? Hey. Oder ist er jetzt irgendwo im Feuerbandschrein? Das kann natürlich auch sein. So, wo bin ich gerade längs? Bin ich hier längs oder da längs? Okay, ich bin da längs. Also gehe ich jetzt hier längs. Oh, das schaut aber kritisch aus. Oder komme ich da einfach rein? Oh oh. Okay, versuchen wir einfach mal. Oh, das war zu weit nach rechts. Okay, da kommen wir aber eh gleich wieder hin. Kein Problem. Ah, guck an, hier ist er jetzt. Jetzt können wir mit dem Regen. Eh, oh, er lebt noch. Oh, jetzt habe ich wieder was überspringen. Sprung. Urges, running the business and all, and I hate myself for it. I do. You know what I mean? Terrible, really. But I can see you'll forgive me. You're alive, after all, and that's what counts, right? Oh, fantastic! Ja, ich vergebe ihm mal. Second chance. I knew you'd understand. I just knew it. Heart of a lion, a model for the rest of us, a true friend forever. Yay, wir haben neuen. Oh, der verkauft uns neue Sachen. Juhu. Alter, bist du teuer. Junge, du. Ey, der verlangt 5000 Seelen für. Also, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Aber naja, wir haben einen neuen Kumpel. Das ist auch schön. Ob's. Ihr könnt das mal in den Kommentare schreiben. Ich habe ja jetzt schon gehört, dass einmal zu dem Girand oder wie auch immer der heißt, der andauernd weg ist, weil ich habe den wieder weggeschickt und ich finde den nicht mehr wieder. Ich glaube, also das, was ich weiß, dass man den wohl immer nach Irithyll schicken kann und vielleicht muss ich den da finden. Könnt ihr ja mal schreiben. Und ob es zu dem Typen hier auch eine Questreihe gibt. Weil zu dem oder zu dem Girand oder Girland gibt es ja eine Questreihe. Denn zu den Typi, der uns umsonst Level gegeben hätte, der jetzt leider schon tot ist, hätte es ja auch eine Questreihe gegeben. Und da würde mich mal interessieren, ob es für den da auch eine Questreihe gibt. Schreibt's gerne in die Kommentare. Weil ihr wisst ja, ich habe keinen Plan von dem Spiel. So, jetzt holen wir uns erstmal unsere 27.000 Seelen oder was das war wieder.
und versuchen nochmal da längs runter zu springen. Das kann ja nicht so schwer sein. Vielleicht muss ich mich auch einfach nur... Nee. Vielleicht muss ich doch da links rauf, wo direkt die Seele ist. Dann gehen wir da hin. So, da sind wir wieder. Zum 500. Mal. Also ich glaube, ich kann da direkt hinspringen. Das machen wir jetzt auch. Ja, nein, 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 nein! Warum bleibst du da nicht hängen? Ich möchte doch einfach nur das Item haben. Also es kann jetzt ein bisschen dauern. Wir sehen uns, wenn ich es geschafft habe. Wir haben es geschafft, Leute. Das blende ich euch jetzt mal eben ein. Okay, Feuerhüter, Rüstung, Robe, Kram, was wir alles nicht brauchen. Okay, gut, jetzt können wir weitermachen. Bloß hier nicht sterben, okay. Hä? Hat ein bisschen gedauert, aber wir lassen uns ja nicht kleinkriegen. Wie ihr wisst, jetzt will ich die beiden Eumel nochmal killen. Für 3 Seelen. Okay, jetzt machen wir weiter. Und zwar gucken wir uns jetzt erstmal an, was wir für die Seele von der Dämonenritter-Rüstung bekommen. Weil ich will die Waffe von dem. Genau, das war das nämlich. Drachentöter Großaxt. Und die schaut richtig toll aus. Also, nahezu. Man kann auch das Schild nehmen, aber das brauche ich nicht. Ich nehme lieber die Axt. So, jetzt haben wir eine neue Axt. Gucken wir uns gleich mal an. Aber die ist halt schlechter. Erstmal. Aber ich denke, wenn ich die aufwerte, dann macht... Ah ne, das ist die Großmachete. Upsala, da ist die Axt. Ist auch schlechter. Ah, ich will einfach mal gucken, wie... Okay, die fühlt sich einfach an wie eine Axt. Das ist der Ich-hau-dich-kaputt-Schlag. Und das ist Parryn. Okay. Eigentlich gefällt mir das Schwert besser. Obwohl der Angriff schon echt cool ist. Ich nehme erstmal das Schwert. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den beiden nehmen würdet. Weil das Schwert gefällt mir echt gut. Seit gestern. Kann ich hier noch was machen? Habe ich vielleicht? Nee, habe ich nicht. Durchwirken? Kann ich auch nichts. Stärken kann ich leider noch nicht. Ich habe keine Funkel-Titanit-Dinger. Aber ich habe einen Haufen Titanit-Schuppen. Was? Ich könnte halt das aufwerten, was aber weniger Schaden macht, was aber besser skaliert. Aber ich könnte auch einfach warten, bis ich wieder 8 Funkel-Titanit habe. Und dann werde ich das einfach auf. Naja, ist ja egal erstmal. Jetzt. Was wollte ich jetzt? Ach ja, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Und zwar haben wir gestern verpasst, noch wo längs zu laufen. Das machen wir jetzt. Und zwar. Ja, wenn ich dahin gehe. Denn in der Nähe von dem. Wie heißt's? Aufzug ist noch was zum Einsammeln. Und das habe ich gestern vergessen. Ne? Im Stream hatte ich zwar gesagt, ich hätte das geholt, weil ich dachte, ich hätte das auch geholt.
Aber ich hatte wohl was anderes geholt. Also holen wir es jetzt. Kein Problem. Das machen wir eben noch. Und irgendwas wollte ich dann, glaube ich, noch. Aber das fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Genau, jetzt weiß ich, was ich auch noch wollte. Und zwar im Kerker von Irithyll. Da kam ich durch eine Tür ja nicht durch. Aber ich habe den Schlüssel dafür, glaube ich. Und da will ich mal testen, ob ich da jetzt durchkomme. Und genau, hier rechts unten, da waren noch Sachen, die ich haben wollte. Zack. Und zwar dieses Item. Okay, ist eine Seele. Das wusste ich nicht. Und wir gucken mal, was hier jetzt drin ist, weil ich glaube, den Raum hier kenne ich noch gar nicht. Irgendwo läuft hier doch schon wieder was. Da oben vielleicht? Nee. Oh, das ist eine Mimik. Hallo. Okay, wie machen wir die? Gut, gegen die kämpfen wir jetzt nochmal. Und zack. Ich finde die ja so witzig. Ach du Scheiße, was? Nein, nein. Alter. Bester Gegner. Alter, was? Ah. Hier ist auch ein Scheißplatz zum Kämpfen, weißt du das? Zack. So. Hier ist besser. Und hepp. Oh, daneben. Jetzt aber. Guck. War doch gar nicht so schwer. Gerades Sonnenlichtschwert. Okay, was macht das? Höchstwahrscheinlich eher wie Licht oder Blitzschaden. Vielleicht auch Magie. Wo ist es? Da. Okay. Gar nichts von beiden. Also, da war jetzt die Mimik. Und jetzt. Oh, noch ein Item. Foliant von Lothric. Oh, was machst du? Du bist bestimmt dafür. Nee. Foliant von Lothric. Irgendwo hatte ich das, glaube ich, schon mal bekommen. Da. Wunder von Lothric lernen. Okay. Ja, machen wir später. Erstmal gehen wir jetzt noch mal zum Kerker und gucken, ob wir da in die Tür reinkommen, wo ich einen Schlüssel für brauche. Das machen wir mal eben. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich es auch finde, weil ich weiß nicht mehr, wo das war. Oh, du bist kein One-Hit. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo genau das war. Ob das da unten war oder da hinten unten. Wir machen erstmal dich fertig. Kann sein, dass es hier war. Ja, ich glaube, das war hier. Wir sind richtig. Genau, da ist das Item, was ich haben wollte. Beziehungsweise. Nee, hä? Ist verschlossen. Okay, ich habe den Schlüssel nicht. Denn haben wir vielleicht. Weil bei der Untotensiedlung, da gehen wir jetzt mal hin. Da ist auch eine Tür, die ich noch nicht aufbekommen hatte. Da bei der großen Maus. Gehen wir da hin. Und dann muss ich den Schlüssel für die Tür da hinten. Okay, Monster Hunter World Iceborne Update ist gekommen. Untotensiedlung und dann. Ja, genau da müssen wir hin. Weil da ist auch noch eine Tür, die ich nicht aufbekommen hatte. So. Da unten ist jetzt zwar eine
große Maus, aber die stört uns nicht weiter. Jetzt nehmen wir das auch, die Viecher auch nicht. Die werfen wir jetzt einfach mit Granaten ab. Oh, der ist schon tot. Oder? Ja. Hier ist nichts zum Aufmachen. Okay, weil, also, da vorne ist nämlich eine Tür. Hier. Ist auch verschlossen. Okay, wo bekomme ich den Schlüssel für diese Tür her? Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, weil das würde ich echt gern wissen. Weil das schaut interessant aus. Das wäre super nett. Vielleicht muss ich auch einfach in Kerker von Irithyll ein bisschen mehr suchen, weil da bin ich ja relativ schnell durchgelaufen, weil nachher kamen da auf einmal so viele Viecher, was ich nicht mehr so nett fand. Gut, aber dann haben wir die Sachen erledigt, die ich für diese Folge erledigen wollte. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und denkt dran, mir in die Kommentare zu schreiben, erstmal wo ich den Schlüssel für die Tür da in der Untotensiedlung herbekomme, wo ich den Schlüssel für die Tür, die ich nicht öffnen konnte, im Kerker von Irithyll herbekomme. Denn ob es eine Questreihe zu den einen Typen gibt, den ich da oben am Turm getroffen hatte. Und ich glaube, das war's. Wenn ich irgendwas vergessen hab, schreibt's auch in die Kommentare. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss.